Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Rätsel für euch und zwar ist es Lissy, Cinderellas Tochter, der erste Band der Princess in Love Reihe von Ashley Gilmore. Und ja, es ist der erste Band einer bis jetzt neunteiligen Reihe. Vielleicht kommt noch was, vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht. Und dieses kleine Büchlein kann man bei Amazon kaufen. Ich werde es euch auch nochmal in der Infobox verlinken. Und es kostet 4,99 €. Ich finde, es ist ganz okay für den Preis. Es ist dünn, man kann es zwischendurch perfekt lesen. Es hat 159 Seiten. Und hier geht es natürlich um die Tochter von Cinderella, um Lizzie. Also hier auch nochmal Lizzie und Princess in Love. Und dann, ich finde das voll hübsch. Ich finde es voll hübsch. Und das erste, wo wir halt anfangen in diesem Buch, ist halt Fairyland. Wir steigen sozusagen in diese Welt von Lizzie und ihren Freundinnen ein. Was Fairyland ist, wird halt dann so erklärt und dass es so eine Märchenwelt ist. Und dann lernen wir natürlich auch schon mal so, also wir lernen sie nicht wirklich kennen, aber es wird schon mal erwähnt, so ein paar andere Charaktere, die natürlich dann in den anderen Bänden drinne vorkommen. Zum Beispiel ist Lizzies beste Freundin Rosalie und Rosalie ist der zweite Band von der Princess in Love Reihe. Der ist auch hier hinten schon drinne. Und jetzt da. Und Lizzie und Rosalie sind halt beste Freundinnen. Sie, ja, sind nicht nur am Internat sozusagen, lernen sie zusammen, sondern auch privat. Sie gehen zusammen auf Bälle und also sie machen halt wirklich so, sage ich jetzt mal, nicht das typische Mädchenkramszeug, aber sie sind halt Freundinnen, sie treffen sich privat miteinander, sie übernachten mal bei dem einen, mal bei den anderen. Sie laden sich gegenseitig zu Bällen ein oder werden halt eingeladen. Und sie lernen halt auch zusammen in diesem Internat. Und ja, es ist sozusagen, wenn die ganzen groben, also die großen Prüfungen abgeschlossen sind und du die bestanden hast in diesem in dieser Welt, auf dieser Schule, auf diesem Internat, bekommst du die Chance, an einem 6-monatigen realen Lebenwelt teilzunehmen. Also du bist dann 6 Monate in der realen Welt und sollst sozusagen die Liebe verbreiten, der Glaube an die Märchen wieder in die Menschen hervorbringen. Und das Einzigste, es gibt halt auch so ein paar Regeln, du darfst halt nicht deine wahre Identität preisgeben und du darfst halt niemandem erzählen, dass du eine Prinzessin bist und ja, und lauter so Sachen. Aber es sind halt auch, es gibt halt auch Regeln, was du wirklich täglich machen sollst. Du sollst täglich singen, du sollst täglich lachen, du sollst täglich fröhliche Farben tragen, du sollst täglich, auch wenn die Menschen, sag ich jetzt mal, schlecht gelaunt zu dir sind, trotzdem immer höflich bleiben und immer freundliche Worte zu einem haben und Märchen erzählen und Liebe verbreiten. Und das sind sozusagen die Regeln und ihre Aufgabe, die sie halt in diesen 6 Monaten hat. Und das ist halt sozusagen, sie ziehen dann alle so einen Zettel. Bei jeder kommt woanders hin. Die kommen nicht alle an einen und denselben Ort. Und ja, und noch eine Regel ist, sie dürfen halt untereinander keinen Kontakt zueinander haben. Das ist halt auch noch vorgeschrieben. Und deswegen macht es für Lizzie halt besonders schwierig, weil sie und ihre Freundin Rosalie sich natürlich ziemlich nahestehen. Und ja, sie werden sozusagen alle in die reale Welt von Amerika hinausgesandt und jeder zählt dann halt ein Zettelchen, in welche Stadt er halt kommt. Und Lizzie kommt halt nach New York und was sie halt alles so in New York erlebt und wie es ihr da so geht, wo sie da landet. Und ja, sie kriegen natürlich halt auch, sage ich jetzt mal, so ein Beutelchen haben sie dabei, wo so ein Papiergeld da drin ist. Sie werden auch so ein bisschen auf die reale Welt vorbereitet in ihrer Schule. Und ich fand es wirklich süß für zwischendurch und auch wie Lizzie, sage ich jetzt mal, dieses Problem löst, was besteht, dass ja die Märchen, sage ich jetzt mal, der Glaube an die Märchen zurückgeht. Keiner glaubt mehr wirklich an die Märchen oder an die Märchenwelt. Und ja, und dass halt diese Liebe, die halt einst mal existiert hat, diese ewige Liebe,
dass die halt auch verschwunden ist, weil ständig streiten sich die Leute, lassen sich scheiden, heiraten jemand anderen Neues, dann gibt es da wieder Streit und wieder Scheidung und ne. Und ja, und für Lizzie gibt es halt wirklich nur einen einzigen Menschen. Sie will sich ein einziges Mal verlieben und das in den richtigen und das für immer und ewig. So wie es gelernt hat. Und ja, nach diesen 6 Monaten wird halt geguckt, ob sie diesen Test bestanden haben in der realen Welt oder nicht. Und ja, ich würde sagen, ihr müsst es einfach selber rauslesen. Ich fand es sehr süß gemacht. Es ist ja auf jeden Fall für Walt Disney Prinzessinnen oder überhaupt für Märchenprinzessinnen, die Fans davon sind. Es ist auf jeden Fall ein Muss, weil wir lernen sozusagen auch mal unsere Lieblingsprinzessinnen von einer anderen Seite kennen. Zum Beispiel, wusstet ihr, wie viele Kinder Cinderella wirklich bekommen habt? Oder lauter so Sachen. Und ich will euch nicht so viel verraten. Auf jeden Fall geht es halt im nächsten Band dann sozusagen um Rosalie, wie sie halt diese 6 Monate in dieser realen Welt verbracht hat, wie sie die Aufgabe gemeistert hat und was ihr alles halt so passiert. Und ja, da bin ich halt schon sehr gespannt drauf. Ich freue mich da schon riesig drauf. Aber ich fand auch den Einstieg wirklich richtig toll. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde, man sollte sich das jetzt nicht so allzu krass übelst viel Action oder übelst viel Fantasy oder sonst was vorstellen. Es ist einfach nur eine locker leichte für zwischendurch richtig zuckersüße Prinzessinnengeschichte. Es ist wirklich nur so eine kleine Prinzessinnengeschichte dahin gezaubert. Und ja, ich freue mich halt schon wirklich riesig, weil nicht nur, ich finde der Name Gilmore, der erinnert mich immer an die Gilmore Girls. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich sofort an Gilmore Girls. Und das fand ich halt auch richtig, ja, lustig gemacht. Und wie ihr seht, ist Lizzie sozusagen so ein Blauton gehalten. Also ihr Name ist blau und das Buch ist sozusagen so bläulich gehalten. Und das ist ja bei jedem Buch anders. Da ist sozusagen dann grün und dann, also mit einer grünen Schrift und dann ist hinten alles grün. Also das ist halt je nach Band anders gehalten. Es ist in Kapiteln eingeteilt. Es ist richtig leichter, lockerer Lesestil und ich finde die Cover auch sehr putzig gemacht. Und also so für was Süßes, Zuckriges für zwischendurch finde ich, ist es perfekt. Und mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und falls jetzt einer fragt, ob man die nach der Reihe lesen muss, ja, muss man, weil wir im ersten Band sozusagen dieses ganze Drumherum, das mit der Schule, mit der Welt, mit dem ganz, ja, mit diesem ganzen Hintergrund sozusagen, warum die dahin müssen und das ganze Ding drumherum, lernen wir ja erstmal jetzt im ersten Band kennen. Wir lernen aber halt auch schon ein paar andere kennen und was die so miteinander zu tun haben. Und wir wissen auch schon, in welche andere Städte die anderen kommen, weil es auch so ein bisschen erwähnt wird. Es wird nicht alles erwähnt, aber es wird halt schon ein paar werden erwähnt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf Rosalie, weil sie ist Don Röschens Tochter und ich bin sehr gespannt, was sie erlebt, weil sie ist in, ja, New Orleans und Lizzie ist New York gewesen, deswegen bin ich schon sehr gespannt und freue mich riesig auf den zweiten Band, den ich natürlich im November lesen werde. Und ja, ich bin schon mega happy dafür. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut euch auf jeden Fall das Buch an und ich werde es euch auch unten in der Infobox verlinken. Okay, mein Lieben, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Video.